Und damit hallo Leute zu einem neuen Let's Play. Assassin's Creed, nämlich der erste Teil. Und wir drücken eine beliebige Taste. Profil wählen. Neues Profil erstellen. So, neues Profil erstellen. Das nennen wir jetzt einfach mal Trollius. So. Erstellen. So, und dann drücken wir auf Neu. Option, habe ich schon alles richtig eingestellt. Und neu ist einfach ein neues Spiel starten. Und das machen wir jetzt. Aha, Leute ohne Gesicht. Mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit von Narrenzeit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Hitler sind in der ganzen Weisheit des Kindes. Und ihr Erkenntnis hier wird das Macht. Aha. Es gibt ein Problem. Wie, es gibt ein Problem? Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Versuchen Sie sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Erstmal ein paar Leute verprügeln. Erkennen Sie das nicht, was Sie sehen, real ist? Nur die Angst der Vergangenheit. Ja, die Leute haben kein Gesicht. Es sieht sehr unrealistisch aus. Ja, es geht sehr schief, wie ihr gerade seht. Was will der? Ja, raus hier. Ha, speichern. Okay. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Na, na. Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Genau das. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, was denn? Die Arbeitgeber benötigen ein Gehirn? Heidenheim. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Beliebige Taste drücken, um zu interagieren. Eine weise Entscheidung. Eine schwarze Entscheidung wäre auch komisch. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren?
Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir anfangen. Genau. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Empfange Informationen. Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Hallo, Subjekt 17. Hallo. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Okay. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen... Wir sind aber nicht sehr synchron. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Also für mich sieht der Balken schon sehr asynchron aus. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Ja, was soll ich machen? Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Weiß es nicht, ein genialer Tänzer? Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Ja. Oh, 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 oh. Gut. Überall Menschen ohne Gesicht. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Moment. Drücken Sie Umschalt. Um die Synchronisierung fortzusetzen. Ja, dürfte ich jetzt mal... Entschuldigung, darf ich hier mal durch, bitte? Ah, hier, komm, da, durch. So, danke. Gut, ja, rein da. Der Animus, oh, drei Balken. Zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Aha. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Ach. Exzellent. Oho. Wer bist du? Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Gut. So, rein da. So, war das jetzt? Sind wir fertig? War das alles? Modus, um zu sprinten. Ja, okay. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Boah, echt? Aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Ja. Hier ist niemand. Und zu Boden fallen. Ich kann hier gar nicht. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Ach so, da ist also ein Kreuzritter. Heide nein. Jetzt komm. Schnell da rein.
Ha! Boah, der Typ ist richtig schlecht. Der Animus versorgt sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt ihnen Aufschluss über ihren Zustand. Mhm. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Zwei verborgene Klinge. Jetzt gehen wir zu dem hin. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken und stechen ihn ab. Handtaste, um ihn zu töten. Ja, bist du fertig? Darf ich? Danke. Oh, wer war das nur? Wer hat diese Person umgebracht? Wer war das? Es gibt eine Person im Umkreis, aber wer war das? Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Ja. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Du bist dumm. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Es hat funktioniert. Die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Okay. Klettern wir da mal hoch. Wir brechen den Sichtkontakt, indem wir da reingehen, oder? Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Ja. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Boah, Dachgarten. Ist das nicht ein toller Dachgarten? Darf ich da mal rein, bitte? So. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Da kommt er. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Das Gefühl ist nicht so helle Köpfchen, diese Soldaten. Zur Hölle damit! Ich habe Besseres zu tun. Ja. Da unten rumstehen? Im leeren Raum, oder wie? Spur verloren. Sie sind wieder anonym und darf ich wieder raus? Verlassen. Hier drin stinkt's. Exzellent. Danke. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Aha. Sehen wir uns nur zum Beintauchen an. Nee, Untertauchen.